So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3 mit mir, dem Endking, und mit dabei. Natürlich, Catanio. So. Und was haben wir jetzt den Speed-Up? Das war einfach nur, weil du gerade gesagt hast, wir hätten keine Zeit mehr. Ja, das stimmt. Also irgendwie zack, 25 Minuten. So, jetzt kannst du mal ganz kurz den Zuschauern erklären, warum es nicht geklappt hat letztes Mal, oder warum ist... Ja, ich hatte keine Zeit, keine Gelegenheit, und das ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst. Deswegen kommt der Part erst heute, oder... Gut, ja, dann seid lieber froh, dass es überhaupt was gibt. Also, ja. Naja. Ich werde für... So. Ja, was wolltest du sagen? Ich wollte gerade sagen, dass ich den Upload-Plan festlege für Montag, und das nicht heute, sondern morgen wahrscheinlich, oder übermorgen, werde ich es in Zelda ansprechen. Gut. So, und jetzt, was du sagen wolltest? Ja, also jetzt zum Spiel hier. Wir sind jetzt hier vor dem großen B-Erschein von Bakaresh. Okay, dann, und Endgame hat in der letzten Folge gefragt, was ist denn? Man versteht dich gerade nicht. Ja, man versteht dich gerade nicht. Ah. Endgame hat in der letzten Folge was? Okay, nochmal. Endgame hat in der letzten Folge gesagt, gefragt, gibt's da Nutten, Gold? Nutten. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und gucken nach. Nutten. Und Gold. Oder Gold. Okay, die sagen nicht, dann gehen wir mal einfach rein. Leckt natürlich wieder mal. Oh, das ist Gold drinne. Okay, wo sind die Noten? Ja, du bist schon drauf gekommen. Es ist beides drin. Nicht ernsthaft. Doch. Wieso sagst du mir das? Ich will es ja selber sehen. Das leckt das Spiel. Ah, oh, ja. Was ist denn? Verdammt. Was ist los? Ich gebe Binnen. Geh jetzt besser. Ich will keinen Ärger haben. Du solltest jetzt gewinnen. Geil. Was ist mit Belia jetzt hier? Verdammt. Was? Ja, das ist der oberste Belia-Schrein. Und jetzt? Wollen wir verbeten, ja, oder wie? Das unsagbare Böse. Das unsagbare Belia-artige. Soll ich jetzt hier beten vorher, oder wie? Versuch's, das wird nicht gehen. Dazu bin ich nicht bereit. Bin noch nicht böse genug? Schade. Genau, du bist nicht böse genug. So, jetzt such Tiska, wo ist der? Hier ist keiner drin. Der muss hier irgendwo sein, guck dich mal um. Ja, ich werde das Huhn auch knacken hier. Unmöglich. Unmöglich. Dann die hier vielleicht. Was ist denn? Die kann ich knacken. Alles klar. Erzrohling, yeah. Hier ist keine Type drin. Hier ist niemand. Das ist echt strange. Irgendwo muss der doch sein. Der ist hier diese Statue, ja. Siehst du nicht? Gut, der hier. Klar. Willst du mich verarschen? Wo ist Tiska? Ich will hier irgendwie pennen. Was? Oh Mann. Ich glaube, wir müssen schneiden. Was ist los? Würde ich auch sagen, aber okay. Stimmt hier nicht. Halt. Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Alles klar. Schnitt. Da muss sie in die Herd schieben. Wie mache ich das denn? Marvin Mode würde ich mal sagen. Da musst du einen Code eingeben. Ja, wie ist denn der Code? Ja, erstmal Marvin Mode. Marvin. Ja, yeah, jetzt drück auf Grad oder dieses komische Häkchenteil da. Ja. So, schließ das Inventar, damit du auch was sehen kannst. Hä? Da ist er doch! Ach, da ist er doch! Yeah! Ja. Alles klar, Dude? Was geht? Ein weiter Weg liegt hinter dir, Pilger. Ich hoffe, ich bin nicht umsonst gekommen. Solange deine Absichten im Sinne unserer Gemeinschaft sind, ist kein Weg umsonst. Ganz im Gegenteil. Wir belohnen jeden, der für uns arbeitet. Mit Gold, Ruhm und dem Wissen der dunklen Magie. Das klingt doch schon ganz gut. Wie sieht's aus mit meinem Ruf? Wie sieht's aus mit meinem Ruf? Es steht außer Frage, dass du dich um uns bemüht hast. Aber es sind viele Fremde in unser Land gekommen. Einige kommen als unsere Gäste.
andere als unsere Feinde. Sie töten unsere Männer und sie rauben unser Gold. So geschah es jüngst direkt vor unserer Stadt. Die Oase wurde geplündert. Was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Ich lehre dich die Kunst der dunklen Magie. Ich lehre mich das höchste Wissen der schwarzen Magie. Okay, das machen wir jetzt gleich. Er will dich auf die dunkle Seite ziehen. Die dunkle Seite der Macht. Nein. Ich widerstehe. Was ist denn mit der Oase? Sollen wir sagen, dass wir uns um die Oase kümmern, oder wie? Ja, dann wird er dir einfach nur sagen, dass du sämtlichen Leuten da aufs Maul hauen sollst. Ich kümmere mich um die Oase. Gut. Mir kam zu Ohren, dass sich die Räuber aus dem Norden mit Nomaden verbündet haben. Lass sie den Zorn Bilias spüren. Ich könnte Hilfe bei der Oase gebrauchen, soll ich das sagen, oder? Ja, eigentlich dachte ich, du wolltest die ganzen Dudes da dazu bringen, Bakerisch zu überfüllen. Eigentlich schon, ja. Ja, also eigentlich können wir uns das sparen, oder? Also sind wir eigentlich total fertig in Bakerisch. Können wir eigentlich abtischen, oder wie? Schaut das aus? Ja, aber trotzdem war der große Bilia-Schrein ja auch eine Sehenswürdigkeit. Ja, die Noten auf jeden Fall. Ja. Achso, ja, genau. Okay, dann, zwischen mal ab, oder wie? Map. Dann geht's auf Namora Sul, oder wie? Schaut's aus. Nee, wir haben noch nicht, glaube ich, noch nicht ganz die Revolution hier vorbereitet. Und mit dem Questlog, was noch zu erledigen ist. Ich hab dich zwar nur kaum verstanden, aber ich glaube, du hast irgendwas mit Questlog gesagt. Ja. Mann, scheiß Internet. So. Nomaden und Räuber, Unterstützung? Zinnika, ja. Wir werden Sklaven der Sklaven brauchen. Okay. Wo ist denn hier irgendwo ein Sklave? Ja, geh nochmal zu Murak. Murak. Moruk. Moruk. Der ist hier irgendwie im Wohnbereich, meintest du, ne? Ja, der ist da draußen auf dem Balkon. Okay. Alles klar. Einfach hier rechts entlang laufen. Er ist Kämpfer. Nein, der läuft draußen. Da ist er doch. Ich suche Unterstützung. Ich suche Unterstützung. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Aber ich glaube nicht, dass ich dir helfen kann. Hör zu, du bist der Einzige, der mir helfen kann. Du musst die anderen Sklaven überreden, mitzumachen. Und das wirst du. Das ist gefährlich. Natürlich ist es das. Aber es geht um eure Freiheit. Na schön. Aber Worte allein werden nicht reichen. Ich brauche bessere Argumente. Was brauchst du und wie viel? Waffen. Wir brauchen Waffen, mindestens 3 Bündel. Kriegst du. Und Rüstungen. Und Heiltränke und ein paar Artefakte wären nicht schlecht. Jetzt komm mal wieder auf den Teppich. Gut. Besorge mir nur die Waffen, das muss reichen. Warte. Sollen wir die ihm direkt geben? Ja, nee, noch nicht. Das nicht. Aber wo kriege ich die Waffenbündel her? Wo kriege ich Waffenbündel her? Probiere es bei Jafar, dem Waffenhändler. Oder bei Silvio. Er verwaltet die Ausrüstung der Wachen. Ah, da kann man noch was abgreifen. Jetzt geben wir ihm die. Jetzt geben wir ihm die. Nee, wenn du das tust, dann werden die Leute nicht mehr grün beschriftet sein. Oh, okay. Eigentlich sind wir jetzt fertig. Ich wollte dir das nur zeigen, damit du direkt die Revolution anzetteln. Damit wir hier direkt loslegen können. Ah, okay. Gut. Dann sollen wir jetzt mal eben kurz bei Silvio und wie ist Jafar gucken oder wie? Ja, würde ich sagen, einfach mal ein bisschen klauen. Was klauen, okay. Gucken, wo die beiden wohnen. Hier links musst du mal gucken. Links? Nicht irgendwelche Häuser. Nein, da nicht. Ich guck mal trotzdem mal. Goldpokal. Milch. Oh, Milch. Nein, okay, da gibt's anscheinend doch nichts Gutes jetzt abzugreifen, dann... Da vorne, rechts. Hier? Nein. Da, wo der Typ vorsteht, würde ich auf einmal muten. Jafar, ja, hier müsste irgendwo was sein. Viel Gold steht hier. Das sind keine Waffenbündel. Gold. Keine Waffenbündel, vielleicht in der Truhe. Soll ich die Truhe einfach so knacken, mitten im Tag? Am Tag, ja, wo er dich anguckt? Genau, wo er dich anguckt, genau. Ich glaube, ich schlafe eine Runde. Nein, der guckt dich nur an, wenn du in seinem Haus rumläufst. Ach so. Dann...
Silvio hat seine Waffenpläne in den Zelt. Wow, was ist das denn jetzt für ein Quark? STRG links. STRG was? Steuerung links S. So, und jetzt mach den Marvin-Mode wieder aus. Die Kamera ist total komisch. Ja, du hast sie ja auch auf festgestellt gestellt. Wie mache ich das denn weg? Für Leute, die das wundert, wir haben gerade eben versucht, T-Scar zu cheaten. Weil der überhaupt nicht aufgefallen ist. Hallo, wie mach ich's weg? Weiß ich nicht. Mach den Marvel-Mode erstmal aus. Ja. Klar, Marvel-Mode ist deaktiviert, also ist alles gut. Ciao. Ach mein Gott. Ich komm wieder zurück. Moonwalk. Danke, ciao. Oder red mal mit einem von denen, vielleicht stellt sich die Kamera dann wieder um. Jemand da, mit dem du auch Dialog öffnen kannst. Ah, okay. Nein, bringt nichts. Aha. Dann drück mal. Oh Mann! Verdammte Scheiße. Okay, dann schleichen wir es mit mal hinter ihm da rein. Viel Gold, geil. Nein, jetzt nimm doch nur das, was nötig ist. Viel Gold ist auch nötig. Strecken. Hier sind keine Waffenbündel. Ah, und guck mal bei Silvio im Zelt. Hi. Silvio. Bei den Zelten. Die Zelte. Das ist doch der Typ von der Stadtwache. Da hinten. Hä? Wer? Silvio, der Typ von der Stadtwache, da hinten. Der hier? Nee, das ist Hernando. Und seine Herrschaft wird. Ach so, da hinten, ne? Sag das doch. Ja, wie soll ich dir das denn sagen? Ich hab's doch versucht, aber da, wenn du dich so bewegst und der Leck noch dazu kommt, dann verwirr ich dich ja noch da, mehr. Da, wo man sich hin teleportiert, hätte es ja sagen können. Na, stimmt. Da. Waffenbündel, Waffenbündel, Waffenbündel. Alles klar. Hi. Hier ist sonst eigentlich nichts mehr, sondern... Gut. Mhm. Dann geht's auf nach Morasul, oder wie? Nach Morasul. Morasul. Ja, Morasul. Obwohl, warte mal kurz. Ja, warte, warst du schon... Ich verstehe kein Wort von dir. Hast du schon mal Hurit den Nomaden getroffen? Wen? Hurit der Nomade. Nee. Dann sollten wir das vielleicht vorher schon mal nochmal machen. Ja, dann sag an, wo geht's hin? Bene Rai wäre am intelligentesten. Okay. Hurit ist einer von so einer Nomadensippe. Ja. Und der ist cool anscheinend. Ja, mit dem darfst du jetzt erstmal wieder was überfallen. Ja, wo ist er denn? Geh aus der Stadt raus. Geh mal dahin, wo Kampa ist. Hier links hinter dem Haus. Wer ist Kampa? Der Typ da von Bene Rai. Kennst du ihn nicht? Nö. Und nie mit dem geredet. Hast du das ja nicht hundertprozentig gemacht? Hast du Arbeit für mich? Hast du Arbeit? Arbeit? Die verdammten Nomaden treiben sich hier überall rum. Ich zahle dir ein Kopfgeld für jeden Nomadenführer, den du erwischst. Wenn du das unter Arbeit verstehst, dann habe ich Arbeit für dich. Wer steht auf deiner Liste? Shakyor der Löwe. Er hat Lago überfallen. Hurit, er überfällt mit seinen Leuten die Oasen im Süden. Und Jespas. Er lauert an den Wegen und überfällt Reisende. Jespas wird niemanden mehr überfallen. Jespas wird niemanden mehr überfallen. Gut, dass du dich um ihn gekümmert hast. Jetzt ist der Weg nach Braga wieder sicher. Hier ist dein Gold. Alles klar, siehst du, jetzt haben wir alles hundertprozentig gemacht. Ja, nee, was links? So, da hinten über die Dünen. Okay. Da hinten siehst du es ja sogar schon. Keine Ahnung, was das war.
Ehrlich, guckst du dir nochmal genau an. Was würdest du denn vermuten, was das ist? Eine Oase. Nee, ich meine das da hinten rechts, was da so schön über dem Felsen thront. Was denn jetzt hier? Wo? Bleib mal da auf der Düne jetzt stehen. Hinten ist eine Oase. Ich rede von dem da ganz hinten. Was? Wo? Hä? Oh, Gesundheit. Siehst du das denn nicht? Gesundheit in der Wüste. Irgendwer gerade genießt. Na ja. Gut, lauf links, da findest du Huritz. Da findest du ein paar andere Gesellschaften. Oh, nee, doch, geh doch zur Oase. Ich verstehe dein Problem nicht. Ich geh, lauf da die ganze Zeit hin. Nein, bleib stehen. Oh nein, ist doch richtig. Entschieden, aber jetzt bin ich wieder auch sicher. Nein, bleib stehen. Oh nein, doch, ist okay. Nein, geh rechts, guck ja, hin. Ja, ich bin mir auch immer nicht so ganz sicher. Ich weiß nur, dass wir Leute sind, mit denen du reden solltest. Das ist ja mal gut. Na Leute, ich sollte mit euch reden, hat Catania gesagt. Na, Reisender, bist du auf der Flucht? Wieso Flucht? Untote Nomaden, es gibt eine Menge Gründe, auf der Flucht zu sein. Aber egal, trink ein wenig Wasser und ruhe dich aus. Danke. Was machst du hier? Ich bin hier der Chef. Das ist meine Oase. Tja, weißt du, die Nomaden machen uns das Leben schwer. Immerzu wollen sie uns angreifen. Vor allem dieser Hurit. Vielleicht kannst du dich ja mal darum kümmern. Wo finde ich Hurit? Nicht weit von hier im Süden. Meistens treiben sie sich bei alten Ruinen herum. Was ist zu tun? Hurit und seine Bande lauern in der Nähe. Sie warten nur darauf, unser Wasser zu stehlen. Also geh und mach sie fertig. Oh, er hat die Erzkohle anscheinend gestohlen. Ja, weil er auf der Flucht ist, ne? Ach, deswegen hat er das ja, darum kommt der Protagonist darauf, ihnen das zu sagen. Soll ich jetzt mal hier das fragen, oder was? Ja. Du hast die Erzrohlinge gestohlen. Kluges Kerlchen. Na und, was willst du jetzt machen? Sag mir, was du mit den Rohlingen gemacht hast. Die habe ich längst verkauft. Und jetzt verschwinde. Sonst muss ich dir wehtun. Wer ist dein Partner? Ha! Der hat sich längst abgesetzt. Er kennt alle Verstecke der Wüste und hat eine Menge Freunde in Morasul. Den findest du nie wieder. Morasul also. Na und? Das nützt dir gar nichts. Schreib es dir doch auf, wenn du willst. Er hat die Stadt sowieso längst verlassen. Und glaube ja nicht, dass du von mir seinen Namen erfährst, Sohn der Einfalt. Dann hau ich dir volles Hund aufs Maul. Na, schon gut. Sohn der Einfalt. Okay, Sohn der Einfalt. Dann nach Süden. Nee, das ist falsch. Ich weiß, wo Hurit ist. Aber... Das sind Blutfliegen, Junge. Siehst du sie nicht? Junge, ich hab nicht mehr viel Zeit und gleich bin ich weg. Ich muss ein Party beenden. Ja, dann sag an, wo ist er? Hurit ist irgendwie, warte, hinter, dreh dich mal um, bitte. Ja, und jetzt? Links, hinter den Palmen. Guck mal weiter links. Und irgendwo da hinten hinter den Palmen ist so ein altes Bauwerk, so eine Ruine. Und da hängt er rum. Da ganz hinten. Hä, warte, oh, nee, warte, jetzt habe ich schon Orientierungsschwierigkeiten. Rechts, hinter dir, genau hinter dir jetzt, Entschuldigung. Hä? Genau da oben links. Ah, da bin ich doch an den Nein, auch, Mensch. Da links. Siehst da links. Siehst du diese Türme? Da ist der. Hier? Ja, ich hatte dann ja. Ja, ich hatte gerade voll die Orientierungsschwierigkeiten. Aha, je. Yeah. Lohnt's mich hier in irgendwo hin. So, aber jetzt Part beenden. Jetzt schon? Ja, ich habe nur noch 3 Minuten, dann muss ich im Wagen sitzen. Was sind das denn für Leute hier? Das sind Nomaden, keine Sorge. Ach, das sind liebe Leute, okay. Ja, das sind liebe Nomaden. Hurit, okay, gut, dann reden wir mit der Hurit dann am in der nächsten Folge. Ja. Dann hoffe ich mal, dass Katano demnächst wieder Zeit hat oder morgen, damit wir wieder aufnehmen können. Morgen Nacht. Damit ihr nicht wieder an Gothic 3 Part Schwäche leidet. Ne, wie soll ich das besser sagen? An Gothic 3 Mangel leidet? Ja, so. Entzug, Entschuldigung. Okay, dann sag ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Endking, wir spielen Gothic 3.
Ja, und ich bin der Co-Moderator und verabschiede mich auch. Bis dann. Ja, immer schön geschmeidig bleiben. Tschüss.